Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks von und mit Dr. Maria Hoffacker. In diesem Podcast erfährst du, wie du Kopf, Herz und Bauch richtig fütterst, sodass sie zu deinem inneren Powerteam werden, mit dem du alles erreichen kannst. Hallo zusammen und willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Viren sind zurzeit in aller Munde, vor allen Dingen gewisse biologische Viren. Aber nicht minder gefährlich sind auch die sogenannten Viren des Geistes. Und über diese Viren des Geistes soll diese Podcast-Folge gehen. Ihr werdet erfahren, was es mit diesen Viren des Geistes oder Meme, wie sie auch genannt werden und die im Gehirn repliziert werden, auf sich hat. Und ihr werdet erfahren, wie man sie erkennt. Es gibt eine Checkliste, nach der ihr genau prüfen könnt, ob ihr infiziert seid und was ihr dagegen tun könnt, beziehungsweise wie ihr euer Immunsystem gegen Viren des Geistes hochfahren könnt. Was sind Viren überhaupt? Neutral ausgedrückt sind Viren Vehikel, die Informationen oder neutral gesprochen Ideen in einen Host injizieren und dann dort den Host nutzen, um die eigene Information zu replizieren, also zu vermehren. Dies kann auf biologischem Wege geschehen, das kann in Computern geschehen und das kann eben auch in Gehirnen geschehen. Und das ein bisschen auseinander zu klamüsern, beziehungsweise mal zu gucken, was heißt das denn überhaupt jeweils, das möchte ich erstmal euch erzählen. Also Viren, wie gesagt, injizieren Informationen. Und bei biologischen, die wir jetzt gerade auch auf sehr unerfreuliche Weise kennengelernt haben, machen das eben mit menschlichen Zellen und können eben auf der Oberfläche von menschlichen Zellen andocken. Und wenn die Zelle eben keine Immunabwehr dafür hat, dann ihre Information, in diesem Fall dieses genetisches Material, also Gene, injizieren und die werden dann in der Zelle fleißig repliziert und weitere Zellen werden angesteckt und so weiter und so fort. Also bis der Virus dann den ganzen Körper bzw. die Organe, für die er besonders sensibel bzw. auf die auf das Virus besonders sensibel reagieren, infiziert hat. Und damit das Ziel, nämlich seine Information, sein genetisches Potenzial weiter zu verbreiten und möglichst weitere Wirte, also in diesem Fall weitere Menschen oder andere Lebewesen zu erreichen, dann noch weitere Möglichkeiten der Verbreitung erreicht hat. Also am Ende des Tages erfolgreich war. Ähnlich ist es bei Computerviren, nur dass diese Informationen dann Programme, in der Regel so schädliche Programme sind, die sich sozusagen dann des Computers selbst bemächtigen und ihre Programme dann ans Laufen bringen, natürlich auch vermehren. Also auch den Computer als Host nutzen, um das Virus dann weiter zu verbreiten. Also alles sehr ähnlich. Und die dritte Kategorie ist halt die Viren des Geistes. Und auch diese funktionieren natürlich ähnlich. Also qua dem Virenprinzip, also ein Vehikel, was Informationen in diesem Fall den menschlichen Geist implantiert und dort entsprechend vermehrt. Und hier ist der Host das menschliche Gehirn und entsprechend weitere menschliche Gehirne. Die biologischen Viren sind ja alle auch jetzt vor der Covid-19-Pandemie eigentlich bekannt. Jeder hatte mal eine Virusinfektion irgendeiner Art. Also insofern, die biologischen Viren sind ja bekannt in allen Formen und Farben. Sie müssen ja nicht ganz so schlimm in der Regel von der Auswirkung sein wie jetzt das aktuelle Virus. In der Regel gibt es ja auch zu vielen inzwischen entsprechende Impfstoffe. Aber eben trotzdem, man merkt es, auch biologische Viren sind nicht ganz so ohne.
Bei den Computerviren, da gibt's Antivirenprogramme, die man installiert und dauernd seinen Computer entsprechend überwacht und immer aufpasst, dass man ja ganz bestimmte Dateien, die in einem vielleicht per E-Mail oder so zugeschickt werden, eben nicht öffnet. Also auch hier gibt es eine Möglichkeit oder sie ist bekannt, wie man sich vor diesen Viren schützen kann. Bei den Viren des Geistes, dann kann jeder sich ja mal fragen, erstens, ist einem der Begriff schon mal überhaupt untergekommen? Und zum anderen, wie kann ich mich denn davor schützen, beziehungsweise diese Viren überhaupt erkennen? Also erstmal wollte ich kurz sagen, wer den Begriff überhaupt eingeführt hat und auch dann dadurch auch erkennbar ist, was denn eigentlich mit den Viren des Geistes überhaupt gemeint ist. Also die Viren werden auch oft als Meme bezeichnet und der Begriff wurde von Richard Dawkins 1976 geprägt. Also ist noch nicht so lange her und er hat auch die Memetik begründet. Das ist die Wissenschaft, die sich mit dem Geheimcode des menschlichen Verhaltens beschäftigt. Hört sich schon mal spannend an und ist es auch. Also, was sind denn nun Viren des Geistes oder Meme, wie Richard Dawkins sie dann nannte? Also, ein Meme ist ein manifestierter Inhalt des Bewusstseins. Also zum Beispiel ein Gedanke, der durch Kommunikation überliefert oder vererbt wird und sich so weiterverbreitet und das in der Regel von Generation zu Generation. Also vertikal, es geht aber auch horizontal, also sozusagen von einem Gehirn zum anderen, also dass es sich in einer ganzen Menschengruppe oder auch in einer ganzen Menschengattung weiterverbreitet oder auch einfach die Kultur bestimmt. Und diese Viren verbreiten sich, wie gesagt, von Gehirn zu Gehirn und bestimmen sehr stark unser Verhalten, ohne dass es hinterfragt wird. Und das ist das Spannende daran. Das Meme wird als soziologisches Äquivalent zum biologischen Gen gesehen. Also das heißt, genauso wie unser Genmaterial unsere Biologie bestimmt, bestimmen die Meme unser soziales Verhalten und insgesamt auch den soziokulturellen Entwicklungsprozess der gesamten Menschheit, weil natürlich auch Meme, also diese kulturellen Gene oder Verhaltensgene, auch mutieren bzw. sich verändern können, genauso wie die biologischen Gene. So war natürlich auch die Gesellschaft beispielsweise in Deutschland vor 50 oder 100 Jahren noch anders. Die Gepflogenheiten und das, was die Menschen glaubten, was eine richtige Verhaltensweise ist, war noch anders. Auch Grundsätze oder Tabus waren anders. Es gab andere Paradigmen oder andere Glaubenssätze als heute. Und allein bei dem Vokabular wird euch auffallen, dass natürlich diese Viren des Geistes über zum Beispiel die Erziehung weitergegeben werden. Und zwar jeweils kulturspezifisch. Also selbst in Deutschland gibt es natürlich Unterschiede, je nachdem in welcher Region ein Kind aufwächst oder wir aufgewachsen sind. Und man merkt es ja auch, dass man spontan schon eine Zusammengehörigkeit entdeckt, wenn bestimmte Riten, Verhaltensweisen von anderen Personen gespiegelt werden, beziehungsweise genauso geteilt werden, wie man selber die teilt. Also wenn man beispielsweise auch einer bestimmten Glaubensrichtung angehört, gibt es dort entsprechende Gedankengänge, die nicht hinterfragt werden, spezielle Dinge, die eingehalten werden und das irgendwie auch automatisch. Und es gibt auch bestimmte Arten zu denken, die über die Kultur, über die Erziehung weitergegeben werden und die in der Regel nicht hinterfragt werden. Und ich finde das hochspannend. Diese Viren des Geistes, die wirklich Paradigmen oft sind in unserem Gehirn und die wir automatisch auch weitergeben und wir uns eben wohlfühlen in Gruppen, die diesen Paradigmen, diese gleichen Meme adaptieren, sind sie jetzt, also ich meine das jetzt erstmal ganz wertfrei, positiv oder negativ. Und die
spannende Frage ist ja, wie erkennen wir diese Viren bei uns selber? Vielleicht blockieren sie uns ja auch in Verhaltensweisen, in bestimmten Weiterentwicklungsprozessen. Und insofern macht es richtig Sinn und viel auch Spaß, diese eigenen Viren zu hinterfragen oder auch aufzudecken und vor allen Dingen auch in gesellschaftlichen Debatten aufzudecken. Welche Dinge werden eigentlich gar nicht hinterfragt, vorausgesetzt und wo werden quasi Denkprozesse auch gestoppt auf insgesamt vielleicht fast, würde man es ja ansehen, natürliche Weise, was aber eigentlich gar nicht natürlich ist, weil vielleicht jemand, der in einem anderen, ganz anderen Kulturrahmen aufgewachsen ist, ganz andere Denkvoraussetzungen hat und auch ganz dadurch ganz andere Vorerwartungen hat oder auch weiter denkt. Und gerade wenn wir neue Dinge bewältigen wollen, müssen wir ja anders denken oder dürfen wir mal anders denken und unseren Geist und Gehirn weiten. Und dann ist es sehr wichtig, diesen Viren, Paradigmen, Memen oder je nachdem, wie wir sie nun auch nennen, auf die Spur zu kommen. Und da hat Vera Birkenbiel damals eine Checkliste, die 4 Punkte umfasst, gegeben. So erkennt man Viren. Also man kann auch sagen, Tabuzonen des Denkens. Die werden, wie gesagt, mit 4 Punkten, die man sie als Fragen formuliert hat, aufgedeckt. Und wenn 4 dieser Punkte zutreffen, hat man auf jeden Fall ein Meme. Und wenn vielleicht nur 2 oder 3 zutreffen, sollte man sich stark fragen, in welche Richtung man vielleicht da weiterdenken könnte. Also, erzähl euch jetzt mal die Checkliste. Grundsätzlich sind erstmals Tools und Viren zu unterscheiden nach Vera Birkenbiel. Und zwar definierte sie Tools als solche Dinge, beziehungsweise Gedanken, die hilfreich sind und die das Denken fördern, während Viren Gedanken sind, die das Denken einschränken und für eine förderliche Entwicklung im Wege stehen. Also quasi eine Denkbremse. Und deshalb ist es wirklich wichtig, diese Blockaden zu identifizieren anhand ihrer Checkliste. Und zwar ist es, man kann sagen, eine 4T-Checkliste, weil alle Punkte mit T anfangen. Und zwar: Das erste T wäre true im Sinne von wahr. Man sollte sich die Frage stellen, ist die Behauptung, die aufgestellt wurde, wahr im Sinne von einzig wahr? Also wirklich die einzige Wahrheit, die man zu diesem Thema denken könnte. Der zweite Punkt der Checkliste ist die Frage, ist es tugendhaft? Also bei Tugend sitzt oft die Tugend in der Haft, sagte Vera Birkenbiel. Aber die Frage ist die Behauptung bzw. der Gedanke tugendhaft? Kann man ihn aussprechen und ihn vertreten? Ist es dann sozusagen eine positive Gedankenäußerung? Der dritte Punkt ist die Frage der Toleranz. Wie sieht es aus mit der Toleranz des Gedankens im Sinne von Andersdenkenden? Wird dieser Gedanke ertragen, erduldet, erlitten und oder denken andere darüber? Ist er vielleicht ein Tabu? Das wäre der letzte Punkt der Checkliste, sozusagen das letzte T. Ist es ein Tabu, überhaupt darüber zu reden, geschweige denn auch noch eine andere Meinung dazu zu vertreten, zu diesem besonderen Gedanken? Und wie gesagt, diese T's sollte man abhaken. Also ist der Gedanke wahr? Ist er tugendhaft, wenn ich ihn äußere? Hat der Gedanke überhaupt einen Toleranzspielraum? Perspektiven anderer werden respektiert oder nicht? Und schließlich ist der Gedanke ein Tabu. Darf man darüber überhaupt reden oder eine andere Meinung haben? Und wie gesagt, mit diesen T-Checklisten, mit diesen 4 Punkten kann man überprüfen, ob es sich um einen Virus handelt, also um einen Gedankenvirus handelt, den man da gerade denkt bzw. hört oder auch übermittelt bekommt. Und so kann man unterschiedlichste Aussagen einfach überprüfen, die heute ja sehr viel auch in den Medien geistern. Denn die Verbreitung von Memen erfolgt natürlich nicht nur über die Erziehung, sondern vor allen Dingen auch durch Medien. Also ganz egal ob Bücher, Zeitschriften, Ton, Radio, Fernsehen, Video, natürlich jetzt auch vor allen Dingen das Internet, dass die Verbreitung von Memen und ganzen Mempools total beschleunigt hat. Und dadurch gibt es
Ganze oder hat das Ganze auch eine ganz neue Dimension bekommen. Es wurde viel konkreter, viel bildhafter, schneller, leichter verinnerlichbarer und natürlich zu guter Letzt auch manipulierbarer. Das heißt, wir müssen uns wirklich fragen, welchen Informationen setzen wir uns aus und welchen entsprechenden Gedanken, Paradigmen und insofern Viren des Geistes werden uns da ins Gehirn gepflanzt und wir als quasi Hosts und auch Weitervermittler missbraucht. Gerade wenn wir uns heute diese ganzen Verschwörungstheorien angucken und uns auch ansehen, wer und in welchem Sinne das weiterverbreitet und wer sich noch hinten draufsetzt auf diese so abenteuerlichen Meldungen, die ja gerade total aus den Boden sprießen in der heutigen Zeit und in den heutigen besonderen Rahmenparametern, wie Bill Gates habe die Bundesregierung gekauft, es werden bald alle gezwungen, sich impfen zu lassen, das Grundgesetzbuch auf der Straße in Händen zu halten, wäre eine Straftat oder andere ganz wilde Geschichten. Und insofern ist eben die Frage, lasst uns die Fakten checken. Also einmal, dass man wirklich die entsprechenden Internetseiten, die Faktenchecker-Internetseiten sich anguckt und wirklich die primären Quellen nachschaut, bevor man in irgendeiner Weise sich auf einen Zug draufsetzen lässt, also quasi als Virenweiterverbreiter dann sich stark macht, sondern wirklich die Fakten zu checken und auch wirklich sich zu überprüfen in diesem Sinne und vor allen Dingen dann wirklich die primären Quellen, wie gesagt, zu checken und die auch die Interessenslagen derer, die das verbreiten, zu checken, sich vor allen Dingen auch nicht verrückt machen zu lassen. Also es wäre einmal eine akute, aktuelle Notwendigkeit, die Viren des Geistes im wahrsten Sinne des Wortes, die überall herumschwirren, mal zu prüfen und auch zu gucken, auf welchem Bodensatz sie sind und auf welchen fruchtbaren Boden sie vielleicht nicht oder fallen oder nicht fallen sollten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die persönliche eigene Weiterentwicklung wichtig. Was habe ich denn eigentlich so übernommen, ohne es je zu hinterfragen? Also welche Glaubenssätze, welche Paradigmen muss ich mir vielleicht mal angucken? Oder welche Fragen sollte ich mir mal stellen, die ich eigentlich mir nie gestellt habe, weil ich Dinge als unabänderlich und allgemein tauglich so hingestellt habe? Also wenn wir beispielsweise über die Viren des Geistes sprechen und uns zurückversetzen 100 Jahre früher, also 1912, 1920, wenn wir da über Masturbation gesprochen hätten oder hätten wir es überhaupt nicht sprechen können. Das wäre ein absolutes Tabu gewesen. Man wäre im Zweifel auch wirklich ganz anders behandelt worden. Also insofern, man sieht schon, wie die kulturelle Evolution ja auch vonstatten gehen kann, aber es bleibt auch noch heute viel Raum für Weiterentwicklung und es gibt nach wie vor genug Tabuzonen, persönliche und auch gesellschaftliche, die wir entsprechend mal bearbeiten sollten, beziehungsweise gerade auch Verhaltensweisen, die daraus resultieren, hinterfragen beziehungsweise entsprechend verändern sollten. Also ich möchte euch anregen, wirklich gerade jetzt nicht nur euch gegen die biologischen Viren zu wappnen, eure Immunabwehr hochzufahren und andere zu schützen, sondern auch die jetzt sich um sich greifenden Viren des Geistes aufzudecken, die Checkliste anzuwenden und damit dann die Gedankengänge zu verändern. Nutzt euren Neokortex, die Errungenschaft des Menschen, unseren wundervollen neuen Denkapparat, also dann damit die Chance, sich selber zu reflektieren und Verhaltensweisen zu reflektieren, Gedanken zu reflektieren und dadurch eben Verhaltensweisen zu verändern bei sich selber und damit dann auch in dem eigenen Umkreis. Und die Weitergabe an die neue Generation wird anders und damit eine entsprechende Entwicklung angeleitet und eingeleitet. Ich möchte euch wirklich anregen, das zu tun und sage, viel Erfolg damit, freue mich auf die nächste Folge und freue mich natürlich auch, wenn ihr diese Folge liked und weitergebt, weiter teilt. Und ich sage jetzt erstmal tschüss, bleibt gesund, habt viel Spaß jetzt im Frühling und mit den ersten Lockerungen. Und ich sage kick your brain und bis bald.
Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei meinem Podcast Magic Brain Kicks, den Podcast für dein Gehirn und für Ideen zum neuen Zusammenleben, neuen Vernetzen in dieser besonderen, herausfordernden Zeit. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Auf meiner Website kannst du dich auch in die Podcast-E-Mail-Liste eintragen, dann verpasst du keine Informationen mehr. Auf meiner Website www.drmariahofacker.com findest du auch weitere Informationen zu meinen Trainings- und Mentoring-Programmen und du kannst dir einen ersten kostenfreien Termin buchen, um mich näher kennenzulernen und damit wir deine besondere Situation einmal durchleuchten können. Außerdem biete ich einen Online-Kurs Brain Kickstarter an, der dir in 13 Modulen zeigt, wie dein Gehirn funktioniert und wie du es für dich besser und erfolgreicher nutzen kannst. Ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen und sage Let's kick your brain und tschüss, bis bald.